Ach, der Unterricht ist so langweilig. Ich bin so hungrig. Hey, das war doch lustig. Madison, aufpassen, vor allem wenn ich witzig bin. Ich habe genau für diese Situation an etwas gearbeitet. Oh, hi, Herr Lehrer. Toller Unterricht. Was ist das? Das ist toll. Warum habe ich das nicht schon früher bekommen? Du siehst lächerlich aus. Oh, ich hasse diesen Unterricht. Die Farbe steht dir voll gut. Mir gefällt's. Guten Morgen, Klasse. Wow, nein! Eine schöne Reise gehabt? Vielleicht hat's niemand bemerkt. Meine geliebten Prüfungsunterlagen, warum? Das ist so unangenehm. Jetzt sind sie alle durcheinander. Was für eine grausame Welt. Oh, ich könnte diese Klammern nutzen. Die kommen wie gerufen. Ich klammere die Seiten damit einfach zusammen und dann beschrifte ich die Klammern. So weiß ich, welche Blätter welche sind. Darauf hätte ich mal früher kommen sollen. Schaut euch das an, das ist wunderbar. Zeit für die Tests. Wer lacht jetzt noch? Ha! Hey, passen Sie doch auf, wo Sie mit dem hinzeigen. Hier für dich, Madison. Ups. Aber ich kann dir helfen. Mit dieser wunderbaren Klammer. Ich klebe sie an die Seite deines Tisches. Aber ich brauche noch ein paar mehr davon. Und dann stecke ich die Stifte einfach in die Klammern. So einfach. Wow, ich bin beeindruckt. Das ist ziemlich clever. Bedien dich, Leo. Danke. Oh, das ist knifflig. Ich hätte doch mal lernen sollen. Psst, Madison, Madison. Hi. Hi, David. Oh ja, es ist soweit. Die sind für dich. Du bist ja so romantisch. Ich freue mich, mit dir den Rest meines Lebens zu verbringen. Ich bin überglücklich. Hey, Kleiner. Oh, du wirst meinen Schnurrbart bekommen, Gucci Goo. Das Leben ist perfekt. Hey, hallo, bist du da? Kannst du mir einen Stift geben? Oh, ja, natürlich. Hier hast du... Oh, warte. Den angeknabberten Stift kann ich David nicht geben. Ich suche schnell einen anderen. Wow, ich muss wirklich damit aufhören, auf den Stiften rumzuknabbern. Hi, David. Hey, Emma. Du kannst meinen Stift haben. Warte einfach kurz, okay? Ich kann's nicht glauben. Was hat Emma vor? Ich muss mich beeilen. Das sieht gut aus. Ich brauche nicht lange. Ich muss hier doch noch einen Stift haben. Das war's. Oh, vielleicht kann ich den Nagellack gebrauchen. Ich denke, das könnte klappen. Zuerst nehme ich einen Kuli auseinander. Dann schneide ich die Mine ab. Jetzt mach etwas Heißkleber ans Ende der Mine. Und nun zum Nagellack. Ich platziere die Mine in der Flasche und verteile Kleber drumherum. Ich lasse ihn aushärten und setze dann den oberen Teil drauf. Das sollte gehen. Jetzt ist es ein Glitzerstift. Das sieht aber schick aus. Und ich kann die Kappe wieder draufschrauben. Das ist viel besser als so ein langweiliger Stift. Hier hast du's. Oh mein Gott, wir haben uns berührt. Jetzt kann ich endlich loslegen. Das ist der beste Tag aller Zeiten. Das ist ein guter Stift, danke. Ja, es hat geklappt. Du bist so hübsch. Ich meine, deine Schrift ist hübsch. Hallo, Klasse. Was machst du da? David, schnell. Oh nein. Ich bin nicht so gut unter Druck. Sie gehört ganz Ihnen. Das ist zwar seltsam, aber okay. Ich bin auch schon weg. Das war knapp. Aber du hast es geschafft. Entschuldigung, ich bin spät dran. Aber lasst uns mit dem Unterricht beginnen. Warum schreibt die Kreide nichts? Das ist so lustig. Ich verstehe nicht, was hier los ist. Vielleicht ist sie schmutzig. Moment mal, da ist etwas auf der Tafel. Ist das Seife? Ich bin so enttäuscht von euch. Das war ein Klassiker. Es ist okay, ich muss mich nur kurz sammeln.
Ich weiß, ich kann mein Notizbuch nehmen. Ich klebe einfach einen Streifenklebeband an die Kante. Außerdem habe ich Tafelfarbe zur Hand. Damit bemale ich den gesamten Deckel. Das ist sogar entspannend. Ich bin fast fertig. Es muss nur noch trocknen. Jetzt ziehe ich das Klebeband wieder ab. Vorsichtig, ich möchte den Anstrich nicht ruinieren. Ich brauche die Tafel nicht, wenn ich mein Notizbuch habe. Ich schreibe die Gleichung einfach auf den Notizbuchdeckel. Das geht ziemlich gut. Und jetzt möchte ich die Lösung wissen. Oh, was ist nur los? Okay, klasse, wer möchte antworten? Du! Aber, na gut. Komm nach vorne. Bleib cool. Jetzt bist du nicht mehr so clever, was? Oh, okay. Ich glaube, ich weiß die Lösung. Wie wär's mit der? Falsch, setz dich. Was hast du dir denn gedacht? Verbringe weniger Zeit mit Schabernack, dafür mehr Zeit mit Lernen. Ich wische das wieder weg. Du, Madison. Ich? Das wird übel enden. Ich muss nur noch die Blätter zusammenheften und dann sind die Hausaufgaben fertig. Das macht sogar Spaß. Hä? Huh? Da muss was klemmen. Ups. Oh nein. Das könnte ein Problem werden. Das war's. Alles erledigt. Jetzt kann ich entspannen. Blöde Klammern. Oh, das wird schmerzhaft enden. Oh nein. Das ist jetzt dein Tatort. Bleib hier sitzen, okay? Keine Presse, verschwindet. David! La 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 la, oh yeah. David! Das ist eine gute Tasse Kaffee. Ich hoffe, das klappt. Hä? Wo kommt das denn her? Da steht eine Nachricht drauf. SOS? Was da wohl wieder los ist? Was soll das? Was? Heftklammern? Meine AirPod-Hülle kann das Problem lösen. Die wird alle Klammern aufsammeln. Einfach so. Ich denke, ich hab alle. Vielen Dank. Ich nehme meinen Putzjob sehr ernst. Okay, jetzt überprüfen. Fleckenlos, genau wie ich dachte. Aber es gibt noch mehr zu tun. Ich muss mit der Klassenarbeit fertig werden. Oh, meine Miene ist abgebrochen. Zum Glück habe ich aber einen Anspitzer. Oh, das ist ganz schön staubig. Was zur? Nicht vor meinen Augen. Das war ein Unfall, ich schwöre. Ich hab's aufgehoben, siehst du? Wow, das war ja krass. Oh, ich habe eine Idee. Aber dafür brauche ich eine leere Flasche. Okay, dann werde ich mal kreativ. Zuerst schraube ich den Deckel ab. Als nächstes schneide ich ein Loch in ihn. Und dann drehe ich den Deckel um. Um den Rand des Lochs trage ich dann Heißkleber auf. Das sollte reichen. Jetzt klebe ich den Anspitzer in den Deckel. Wenn alles trocken ist, schraube ich den Deckel wieder auf die Flasche. Und ich habe, was ich brauche. Jetzt fallen die ganzen Späne direkt in die Flasche. Und sie hinterlassen keinen Müll auf dem Tisch. Ich beobachte dich. Es gibt keinen Grund, sich aufzuregen. Alles ist in der Flasche. Hm, der Junge wird es mal weit schaffen. David, ich habe dein Telefon. Was? Madison, komm zurück. Ich muss mich verstecken. Hier ist ein gutes Versteck. Madison! Oh, wo ist sie hin? Hinter Nummer 1 oder hinter Nummer 2? Ich weiß es nicht. Du musst mir helfen. Komm schon, bitte. Erleichtere dir den Schulalltag mit diesen cleveren Hacks. Und hilf David, Madison zu finden. Schreib deine Antwort unten in die Kommentare. Und nicht vergessen, teile dieses Video mit deinen Freunden. Und falls noch nicht getan, abonniere unseren Kanal für noch mehr coole Videos.